Polizist spricht euch an. Haben Sie denn Ihren Lausweis mit dabei? Wo sind Sie denn in Wohnhaft? In Wohnhaft, nicht im Wohnsitz, den haben wir nämlich nicht, wir sind in Wohnhaft. Richter und Staatsanwälte sagen zu euch, dass ihr Sachen seid, ne? Also keine Menschen, keine natürlichen Personen, sondern Sachen. Die Konzerne zahlen keine Steuer, die Kirchen zahlen keine, die Banken zahlen keine, das ist ja alles eine Mafia. Versicherungen zahlen keine, Vereine zahlen keine, vor allen Dingen die großen Fußballvereine, ne? Naja, und Beamte gehen 10 Jahre eher in Rente, wir müssen 10 Jahre länger arbeiten. Ja, das ist ja schon mal bei mir 10, 20 Jahre im Minus bei den Banken, bei den Beamten 20 Jahre im Plus. Das sind 40 Jahre insgesamt, ne? Die auf meinem Buckel lasten, auf unseren Allern. Wenn er noch eine Frau hat, dann sind er schon 80 Jahre, so lange leben wir gar nicht. Wir sterben eher weg. Dann haben wir in jedem Molekül 70% Steuern. Und da habe ich das schon tief gerechnet und nicht hoch. Ne? Ja, wenn sie mir 70 wegnehmen, dir 70, wo sind dann unsere 100 Euro? Die sind dann wohl futsch. Die haben sich dann sozusagen die sogenannten Staatsbedienten eingesteckt. Dann sagen sie nachher, dafür sind sie für uns da und da zahlen die ja uns eine Rente. Die Rente haben alle übrigen selber einbezahlt. Also der Staat gibt überhaupt nichts. Ja. Also die haben uns noch jede Sekunde von 100 Euro und einen Cent drin gelassen. Dann haben sie uns aber nicht 100% weggenommen, wäre bloß ein Cent. 1010, 10.000, 100, 1010. 1.000.000%. Allerdings in jeder Sekunde. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das im Jahr ist? Oder in einer Minute? Oder in einer Stunde? Also das ist nicht ausrechenbar. So viel, wie sie uns stehlen. Das ist, kann man sich nicht ausrechnen. Weil echte 0% beim König hat man mal, ne? Bei der Hanse hat man das auch mal, eine echte Null. Und an den echten Nullen sind wir jetzt irgendwie vorbei. 10 durch 365 ist 0,027% am Tag. Beim König, das war der höchste Steuersatz. Ja, und jetzt haben wir anderes Universum. Ein ganz anderes Universum. Und das ist auch keine Freiheit, wenn sie dich jetzt durchspritzen wollen.